Am Karfreitag von Karl Busse. Im Kinderzimmer saßen wir zu dritt, rotbäckig lachend. Unsere Stimmen schollen, zu keckem Sprunge ward der Knabenschritt. Der Walderregen an die Fenster glitt und vor der Tür die Gossen brausend schwollen. Die alte Frau, die still am Tische saß, hob oft den Blick, bevor sie weiterlas. Sie wußt es längst, uns Buben hielt sie nimmer. Sie war zu schwach, war schon zu müd und grau. Und wenn sie schalt, wir trieben's nur noch schlimmer. So blieb sie still, die alte Kinderfrau. Da fiel am Uhrwerk rasselnd das Gewicht, mit vollem Klang die Stunde zu begrüßen. Und sie, die Alte, hob mit müden Füßen sich plötzlich auf und sah uns ins Gesicht. Von eines Lebens Müh und Last zermürbt, stand sie gebeugt und wies uns weh die Stunde. Dann kam es zitternd aus dem greisen Munde. Ihr lacht und lärmt und Jesus Christus stirbt. Ein Schweigen ward. Wir Brüder sahen empor und trugen scheu und ließen unsere Spiele. Schwer hing die Stille über Raum und Diele. Das Buch der Bücher nahm die Alte vor. Sie las nicht schnell, Wort zog nach Wort einher. An eigner Fülle trug ein jedes schwer. Wir sahen den, der vor Pilatus stand, dem römisch-Kriegsvolk eine Krone wand, dem scharfe Dornen in die Schläfe stachen, dem unterm Kreuz die müden Knie brachen, den man mit Hohn und bitterem Essig tränkte, des heilig Haupt um diese Zeit sich senkte. Die Greisin schwieg, es klang der Gossen Braus. An diesem Tage blieb es still im Haus.